Königsmann ist um 12 gestiegen, das ist sehr, sehr stark. 8 Spiele hat er zu 0 gemacht und damit bin ich mehr als zufrieden, denn das ist wirklich eine klasse Leistung, die er gebracht hat. Niklas Füllkrug, unser Top-Torjäger mit 20 Buden und 5 Vorlagen in 33 Spielen, ist um 3 gestiegen. 78er Abschluss mittlerweile, 88er Körperstärke, das ist sehr, sehr gut. Marvin. Und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Die letzte Episode der Saison 2016-2017. Ich wollte eigentlich einen schönen, langgezogenen, dramatischen Start machen, aber das gäbe meiner Begrüßung nicht. Das hätte sich nicht mehr dann so angehört. Herzlich willkommen. Funktioniert nicht, wie ihr merkt. Egal. Die dramatische Begrüßung gibt es nicht, hoffentlich gibt es trotzdem Dramatik in den Spielen, denn wir wollen nochmal zeigen, dass wir wirklich in die erste Liga gehören. Zwar sind wir bereits aufgestiegen, aber vielleicht glaubt ja irgendwer noch nicht, dass wir da auch wirklich hingehören und dementsprechend muss ich das hier in dieser Episode heute beweisen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich tierisch drüber freuen für die Saison 2016-2017 mit Hannover 96, für den Aufstieg, für Niklas Füllkrug als Torschützenkönig und für so viel mehr und natürlich auch, wenn ihr Bock habt, auf die nächste Saison. Die Infokarte wird es auch zwischendurch mal geben zur Abstimmung, welche Position, das werde ich wahrscheinlich jetzt machen, auf welcher Position seht ihr den größten Bedarf, wo sollten wir uns verstärken, wir haben sehr, sehr starken, sehr, sehr breiten Kader und auf welcher Position meint ihr, könnten wir Spieler abgeben, schreibt es auf jeden Fall, beziehungsweise stimmt einfach mal ab, die erste Infokarte und zwar wen wir abgeben können, die gibt es jetzt schon und nach dem ersten Spiel gibt es dann die zweite Infokarte und zwar auf welcher Position wir uns neu verstärken sollen. Ich bin gespannt auf euer Feedback, auch wenn ihr wahrscheinlich wieder viel über den Torwart hören werdet, aber ich glaube, den Torwart werde ich nicht ersetzen, weil Königsmann gefällt mir da. Egal, wir simulieren mal zum Spiel gegen Dresden und damit geht's dann los. Ihr könnt natürlich auch gerne die Links in der Videobeschreibung auschecken zu IG World, 6% Rabatt auf eure Coins mit dem Code MAXGAMING TV, dazu zu meinem Merchandise und selbstverständlich zu meinen Social Media Links, Instagram, Twitter, ist beides da verlinkt. Würde ich mich freuen, wenn ihr das machen würdet. Amazon für Weihnachtsgeschenke und um mich zu unterstützen in der Weihnachtszeit. Wir gehen rein ins Spiel gegen Dresden. Erstes Spiel nachkommentiert, zweites Spiel live kommentiert und ich bin gespannt, ob wir eventuell vielleicht doch noch Meister werden. Stuttgart muss zwar mal verlieren. Ich glaube nicht mehr dran. Ich glaube ihr auch nicht, aber vielleicht auch noch spannend zu sehen, wer im Endeffekt auf Tabellenplatz 3 und damit in die Relegation kommt und eventuell mit es aufsteigt. Das ist alles, was wir heute erleben werden. Wir werden auch natürlich den Kader analysieren. Das wird am Ende der Episode passieren und dementsprechend wird das heute schön lang und schön interessant. Hoffe ich zumindest. Auf geht's gegen Dresden. Zu Gast in Dresden. Solange der erste Platz noch möglich ist, werden wir dafür kämpfen. Das war die Prämisse, die Cheftrainer Daniel Stendel seinen Roten mit auf den Weg nach Dresden gegeben hatte und dementsprechend wollten die Männer aus Hannover genau das heute in die Tat umsetzen und im Idealfall 3 Punkte sammeln, um eventuell doch noch einmal Druck auf den VfB Stuttgart zu machen. Eine klasse Aufholjagd von über 16 Punkten runter, nur noch auf 6, immerhin 10 Punkte aufgeholt und wir sehen es in der Tabelle. Wenn der VfB verlieren sollte, ist es aufgrund der Tordifferenz immer noch sehr unwahrscheinlich, dass 96 überhaupt die Gelegenheit auch auf Tabellenplatz 1 zu kommen, vor allem weil der VfB 2 Spiele in Folge verlieren müsste, aber die theoretische Chance besteht und das reicht MGT aus, um eine Elf auf den Platz zu schicken, die nicht B11-Charakter hat, obwohl der Aufstieg feststeht und die Saison so gesehen abgeschlossen ist, sondern eine, die verteidigen soll, dass man die beste Defensive der Liga, 23 Gegentore bisher der VfB Stuttgart mit 24 an der Zahl, dementsprechend ja immerhin ein Platz 1 für Hannover 96. Und wie gesagt, es stand keine B11 auf dem Rasen. Das hatte man sich, wenn dann, fürs nächste Spiel aufgehoben. Schwebekreuzer, Schatorstik, Modica und Teixeira bei Dynamo Dresden in der Defensive davor. Konrad, Lamberts, Hartmann, Gogia, Testro und Stefaniak, der vor einem Wechsel zum VfB Wolfsburg steht. Da gibt es noch einige Problematiken, die noch nicht final geklärt sind. Es ist fraglich, ob tatsächlich Stefaniak zu den Wölfen geht, hier in diesem Karrieremodus. Wir springen mal zur Elf von Hannover 96 und schauen uns an, wen Daniel Stendel denn personell jetzt wirklich in die Startelf beordert hatte. Wir sehen im Tor Königsmann davor, Bakalor, Zane, Anton und Pripp auf der 6, selbstverständlich wieder Ivor Fossum. Rechts Arjen Rennbasee, links Klaus davor, Tom Rogic und vorne wieder die beiden Hannoveraner Jungs, Johannes Eggestein und Niklas Füllkrug, das heißt wieder nur ein Bankplatz. Für Martin Harnik, der sich mit seiner Rolle aber momentan zufrieden gibt, sagte, der Aufstieg sei sein Ziel gewesen und momentan freut er sich, dass es bei Johannes Eggestein, dem jungen Jojo, so gut läuft. So, Dynamo Dresden mit einer ordentlichen Saison immerhin, ja, gute Spiele geliefert, das Publikum zufriedengestellt.
und Steffen Schwurbel wollte dafür sorgen, dass auch heute diese letzte Heimpartie der Dresdner wieder zu einem Spektakel für die Fans und für die Teams werden sollte. Und es ging gut los aus Hannoveraner Sicht, Viertelstunde gespielt ungefähr und die erste Chance für die in Rot gekleideten niedersächsischen Landeshauptstädter. Eggestein gerade angesprochen, gut in Form, scheitert hier aber an Schwebe. Klasse Parade, das war eine hundertprozentige Chance. Der Ball war von vielen Fans schon drin gesehen worden, aber Schwebe holt ihn raus, steht ein bisschen weiter rechts in der Ecke und für die entscheidet sich Eggestein sein Glück in dieser Situation. Es ging weiter mit 96 in der Offensive. Es dauerte allerdings bis zur 42. Minute, bis mal wieder was kam. Klasse Ball von Eggestein auf die rechte Außenbahn. Da steht Noah Joel Saren Renbase. Die Flanke ist noch nicht so gut, aber der Ball kommt zu Fossum. Ivor Fossum, das war ganz, ganz knapp. 43 Minuten durch, Lumpi Lambertz holt sich gelb ab und 96 war die bessere Mannschaft in dieser Partie. Dann kam aber Dresden das erste Mal nach vorne. Stefaniak auf der linken Außenbahn und der schlägt den Ball einfach mal in die Mitte. Auf Verdacht, Hartmann ist da und macht das 1:0 für Dynamo Dresden. Erste Aktion im gegnerischen 16er und direkt der Führungstreffer für die Sachsen. Gut gespielt definitiv, aber wo Edgar Pripp da ist und wo Salif Sané sich rumtreibt, das weiß keiner so wirklich. Im Endeffekt war das viel zu einfach, Königsmann kann gar nichts machen. Und Dresden führte mit 1:0. Natürlich wollten sie jetzt zurückkommen, die 96er. Bis zur Halbzeit passiert aber erstmal nichts mehr. Sané und Co. hatten schon mal die erste Prämisse ja nicht wirklich erfüllt, denn momentan sah man sich einer Niederlage gegenübergestellt und man hat ein Gegentor kassiert. Also alles lief nicht optimal und auch im zweiten Durchgang war Dresden zunächst das spielbestimmende Team. Stefania, gute Aktion, schießt am Kasten vorbei, aber sie waren offensiv jetzt richtig am Drücker. Die nächste Ecke fliegt in die Mitte und das Ganze sollte auch nochmal gefährlich werden, weil 96 nicht gut klären kann. Und dann hat Pascal Destro hier die Gelegenheit, allerdings nicht das 2:0, das fiel 2 Minuten später, diesmal durch Stefaniak, der machte eine klasse Partie und hier das 2:0 für Dynamo Dresden. Das war wieder ganz schwach verteidigt von Hannover 96, Ballverlust in der eigenen Hälfte und dann schaltet Dynamo schnell um und macht die 2:0 Führung. Königsmann wieder chancenlos geschlagen in der Torwart-Ecke in der kurzen Ecke, allerdings kann man da relativ wenig machen, denn der Abschluss von Stefaniak, dem vielleicht talentiertesten Spieler im Kader von Dynamo Dresden, war einfach zu gut. Da sieht auch Bakalorz nicht stark aus und im Endeffekt 96 bereits geschlagen, denn nach vorne kam nicht mehr viel und schon gar nichts Zwingendes. Niklas Füllkrug hier mal auf Tom Rogic. Rogic, das sah ganz, ganz schwach aus, direkt in den Fuß des Gegenspielers. Es sollte irgendwie nicht sein und es ging weiter mit Dynamo Dresden in der Offensive. Die hatten richtig gute Gelegenheit. Terstro gegen Sané. Sané behindert ihn entscheidend, dementsprechend der Ball weit am Tor vorbei. Königsmann muss nicht eingreifen und weiter 2:0. 96 versuchte es mal wieder über Saren Renbase. Ball kommt zu Bech, aber irgendwie war das Glück nicht bei den Hannoveranern. Die Bälle kamen im 16er einfach nicht an. Im Gegensatz zu Dynamo Dresden, die bessere Gelegenheiten hatten wieder Stefaniak. Der machte mit Bakalorz, was er wollte, die Flanke noch geklärt, aber der Ball kommt zu, ja, Teixeira, Ball ist auch im Tor, aber zählt nicht. Ausmann war es übrigens mit dem Abschluss. Dann 96, als alle schon dachten, das Spiel wäre durch. 83. Minute ein Konter bei 0:2 stand. Soberg eingewechselt. Und wenn er den nicht macht, dann ist er einfach kein Bundesliga-tauglicher Stürmer. Und das zeigt er hier. Die Saison unfassbar schlecht für den Polen verlaufen. Stammplatz verloren, keine Tore geschossen, als Chancentod verschrien. Und auch hier in der Situation wieder mit vom Pech verfolgt. Am Tor vorbei und dementsprechend sollte es mit seinem Tor nicht, sondern allgemein bin ich nicht mit einem Tor von Hannover 96. Die Roten verlieren bei Dynamo Dresden, die einen sehr versöhnlichen Heimabschied aus Saison 2016-2017 feiern. 96 über die gesamte Spielzeit ab der 40. Minute nicht mehr zwingend genug und dementsprechend eine verdiente Niederlage. Ach, wie ich solche Spiele hasse. Die haben 2 Chancen und machen 2 Tore. Stuttgart aber sowieso gewonnen. Von daher wären wir sowieso nicht mehr Erster geworden. Und dementsprechend ist es auch nicht so schlimm. Jetzt müssen wir nur gegen Berlin das Ganze live nochmal irgendwie so hinschaukeln, dass wir einen persönlichen Saisonabschluss hinbekommen. Auch wenn wir natürlich normalerweise mit den 70 Punkten sehr, sehr gut dastehen. Gar keine Frage, wenn sie die in der Realität mal hätten. Dann wäre das auch ziemlich nice. Aber jetzt erstmal kurz vorher noch eine letzte Trainingseinheit. Und wir haben nochmal 2 Updates. Und zwar bei... ja, Anton und Königsmann, der auf 73 hochgeht, sehr, sehr schön, das gefällt mir. Die Abstimmung, auf welcher Position wir uns verstärken sollen, ist übrigens jetzt hier mit der Infokarte eingeblendet. Ich bin gespannt, was dabei rauskommen wird. Und wir spielen, wie gesagt, gegen Union Berlin und haben noch einen genesenen Spieler und das ist Felipe. Und der wird tatsächlich auch das letzte Mal spielen, beziehungsweise am letzten Spieltag jetzt spielen für uns in dieser Saison. Ich bin gespannt, was der nochmal präsentieren wird. Die Aufstellung, ja, seht ihr gleich im Spiel. Ich würde sagen, wir gehen reich rein. Auf geht's. Das letzte Spiel im Niedersachsenstadion in der Saison gegen Union Berlin. Die Eisernen nochmal zu Gast, passenderweise auch in eisernen grauen Trikots. Wir spielen mit absoluter B11, um nochmal allen Spielern Einsatzzeit zu gewähren.
außer Soberg. Der steht nicht in der Startelf, denn der hat sich mit dieser letzten Chance gerade nochmal alles verspielt. Keine Ahnung, in der Saison hier in diesem Karrieremodus läuft bei ihm nicht und dementsprechend spielt er auch nicht. Wir sind Tabellenzweiter, Union ist 13., also ganz weit hinter den Ansprüchen zurückgeblieben, aber wir sind aufgestiegen und das ist alles, was zählt für uns. Königsmann Arkenberg, Philippe Strandberg, Sorg Kreilach gegen seinen Ex-Verein Harnik, Meier, Husch, die Friday und Finne, das heißt nur im Tor haben wir keinen Philipp Czauner, aber das macht nichts, denn Königsmann braucht Spielpraxis. Bei Union, Buskessel, Magalan, Bessler und Parensen in der Defensive, dann Fürstner, Daube, Zeynulahu, Brand, Andy Hedlund und Thiel. Zeynulahu, ey, das ist so ein Name. Auf geht's, rein geht's und hoffentlich nochmal mit einem schönen Tor für Harnik oder für Finne oder für Friday. Bin ich gespannt. Kreilach auf Schabi, Huschti, Sabolsch, Huschti! Unterlatte! Unterlatte? Unterkante der Latte rettet. Busk war da sehr stark noch dran, sonst wäre das eventuell hier das 1-0 gewesen. Vorher die gute Balleroberung von Friday, die ihr, glaube ich, nicht gesehen habt. Die Flanke wieder auf Huschti. Fallrückzieher abgelegt. Da steht Fred Friday abgewehrt. Huschti nochmal. Elfmeter. Ja, das geht doch mal richtig gut los. War ein klares Ding. Müssen wir uns nicht nochmal angucken. Und Bart Finne wird das Ding schießen und nicht reinmachen. Busk hält. Ah, was eine Anfangsphase. Finne auf Harnik, Friday kommt nicht ran und Meier grätscht rein und wir kriegen immer einen Eckball bei rum. Also wir sind hier gerade unglaublich gefährlich in dieser Anfangsphase. Ecke auf Philippe, der ist erstmal wieder dabei nach Verletzung. Ja. Oh, Friday mit der Balleroberung, Fred Friday im 16er, Friday lässt... Soll ich nicht nehmen. Das ist doch unfassbar, was vergeben wir hier für Chancen? 7:1 Schüsse nach 20 Minuten und es steht 0:0, das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Auf Finne, Meier abgelegt, auf Kreilach, das war so schlecht gemacht. Also jetzt gerade kommen wir nicht mehr gefährlich vor das Tor von Union. Vielleicht machen sie es ja selber nochmal scharf, das sieht fast ein bisschen so aus, ja. Aber irgendwie sind wir jetzt mittlerweile raus aus der Partie. Wir waren sehr, sehr nah dran am 1-0, haben die Chancen aber liegen lassen, warum auch immer. Und jetzt, naja, kommt Union auch nicht nach vorne, wir aber auch nicht. Oh, solche Fehlpässe. Schöner Ball raus auf Harnik. Harnik auf Finne. Finne im 16er abgelegt. Und da steht Sorg. Warum steht da auch Sorg? Von allen Spielern auf dem Platz. Warum steht da Oliver Sorg? So, jetzt Huschti. Und jetzt Bart Finne im 16er. Das sind alles so scheiß Pässe. Die letzten Zuspiele stimmen mittlerweile überhaupt nicht mehr. Und die Abschlüsse dann auch nicht. Jetzt kriegen wir den Ball schon geschenkt und Fred Friday verliert ihn wieder. Oh Mann. Jetzt mal wieder ein guter Ball nach vorne auf Friday. Der ist schneller als Magalan. Das definitiv. Die Sache ist nur, wie kann er abschließen? Gar nicht, weil er natürlich wieder abgegrätscht. Abstoß! Jawohl, das wird immer besser. Schöne Balleroberung von Huschti auf Friday. Friday legt ab und zwar... Oh Gott! Finne, komm! Oh Mann, ey. Aber dass dieser Pass... Oh Gott, wir haben auch ein Pech. Aber dass dieser Pass auch wirklich wieder so kacke kommt und genau in... Alter, das wäre es jetzt auch gewesen. Die erste Chance für Berlin. Und das Ding ist gleich gefährlicher als alles, was wir seit 20 Minuten oder seit der 20. Minute zustande gebracht haben. Das wäre richtig ärgerlich gewesen. Ja, jetzt läuft er da vom Ball weg. Wir haben jetzt übrigens gewechselt und zwar dreimal. Es sind jetzt neu in der Partie drin Uffe Bech, Niklas Füllkrug, unser Top-Torschütze und Florian Hübner. So, Füllkrug, der ist noch frisch, der hat auch schon lange nicht mehr getroffen. Niklas, oh, das war wieder so schlecht gemacht von mir. Ich bin fassungslos, wie scheiße ich das hier gerade spiele. Echt. Wir wollen unseren Fans doch einen schönen Saisonabschluss machen, oder nicht? Wir wollen dementsprechend ein Tor schießen und gewinnen. Ja, das war wieder so ein Scheißpass da gerade aus dem Mittelfeld von, ich glaube, Meier war es. Ja, das war schon wieder schrecklich, aber schöne Balleroberung nochmal von Sorg. Nochmal Meier mit dem Fehlpass, dachte ich mir. Bech. Mit ordentlich Tempo vielleicht nochmal. Geht in den 16er rein. Finne, oh, das ist auch... Jetzt verteidigt Union das auch noch gut. Es wird immer ärgerlicher, aber wir bleiben positiv, denn im Endeffekt ist es egal, wie dieses Spiel ausgeht. Denn wir werden gleich immerhin den Aufstieg feiern dürfen. Und das ist das, worauf wir uns freuen dürfen. Jetzt haue ich nochmal Redondo da außen weg. Nee, schade leider Gottes nicht. Huschti kann das Ding nochmal klären. Vielleicht noch einen Angriff. Nein, weil Füllkrug das Kopfballduell da nicht gewinnen kann. Huschti. Und jetzt wird Schluss sein. Oder... Jawohl, 0:0 im letzten Saisonspiel, Hannover 96 kann nicht mehr gewinnen, schade, denn das war relativ ärgerlich, aber wir sind aufgestiegen und das ist das Wichtigste. Ich bin trotzdem leicht angepisst, weil das Spiel einfach gar nicht so gelaufen ist, wie ich mir gedacht habe, am Anfang viel zu stark und danach viel zu schwach, aber die Spieler sind trotzdem zufrieden und das freut mich doch. Niklas Füllkrug ist Torschützenkönig und wir sind wieder erstklassig, steigen auf in die Bundesliga und da freuen sich Noah Joel, Saren Renbase, da freut sich Uwe Bech, da freut sich ein Füllkrug, da freut sich ein Finne, da freut sich ein Friday und da freut sich vor allem auch Philippe, der ja gerade jetzt heute als Kapitän
Kapitän wieder in die Mannschaft gerückt ist, lange, lange nach seiner Verletzung. Auch die Fans dürften zufrieden sein mit der Leistung, die wir über die Saison hinweg gezeigt haben. Und damit gehen wir zurück in die Zentrale, weil das schon alles war von den Jubelszenen. Zwei Schüsse, ein aufs Tor. Naja, egal. Wie hat Stuttgart gespielt? Am letzten Spieltag 2-0 verloren gegen Heidenheim, aber das hat uns jetzt auch nicht mehr gebracht. Im Endeffekt sind wir aufgestiegen mit 71 Punkten aus 34 Spielen. Das ist sehr ordentlich, finde ich. Das ist ein Punkteschnitt von über 2. Genau habe ich es jetzt nicht. Verein ist aufgestiegen, wir kriegen 200 Erfahrungspunkte. Dafür habt ihr jetzt gerade nicht gesehen. 11,4 Millionen kriegen wir als Belohnung. Sebastian Mayer dankt uns dafür, dass er spielen durfte. Nichtsdestotrotz bin ich ein bisschen unzufrieden, kann man sich, denke ich, mal vorstellen. Die Folge läuft nicht so, wie ich es wollte. Wir konnten wieder gegen Dresden nicht gewinnen und wir konnten auch gegen Union nicht gewinnen. Aber naja. Ja, was soll's. Wir gucken mal auf die Leistungsdaten. Königsmann ist um 12 gestiegen. Das ist sehr, sehr stark. 8 Spieler hat er zu 0 gemacht. Und damit bin ich mehr als zufrieden, denn das ist wirklich eine klasse Leistung, die er gebracht hat. Arkenberg ist um 2 gestiegen, ist auf der Leihliste, hat 4 Spiele gemacht. Nichts Besonderes. Felipe ist gleich geblieben. 7 Spiele gemacht. 2x zu 0 ist in Ordnung als Backup. Stefan Strandberg hat 4 Spiele gemacht und ist um 1 gestiegen mit seinen 26 Jahren. Das ist auch vollkommen okay. Oliver Sock hat irgendwie 15 Spiele zustande gebracht. Ist um 2 gestiegen tatsächlich, wie auch immer das möglich war. Obwohl er nicht gute Leistungen gebracht hat. Allerdings eine 7,1er Durchschnittsbewertung, was gar nicht so schlecht ist, wie auch immer. Damir Kreiler, 18 Spiele gemacht, in der Hinrunde noch Stammspieler gewesen, aber nicht getroffen, 4-mal vorgelegt, in der Rückrunde nur noch Backup gewesen und das wird er auch bleiben, beziehungsweise wird er wahrscheinlich wechseln nach dieser Saison. Martin Hanek um 1 gesunken, aber 12 Scorer in 22 Spielen, ist sehr ordentlich, kann man mit leben, ist um 1 gesunken halt, allerdings trotzdem definitiv ein guter Transfer gewesen. Sabol Schusti ist um 2 gesunken, mittlerweile erste ja, Spiele richtig gut bestritten, gute Partien gehabt, definitiv allerdings teilweise im Rückserienverlauf nicht mehr so stark gewesen, um 2 gesunken. 34 ist ja auch schon alter Knacker. Dann haben wir Sebastian Mayer irgendwie 11 Spiele gemacht. Aha. Ist auf der Leihliste, mal sehen, wie es für ihn in der ersten Liga weitergehen wird. Bart Finne ist um vier gestiegen, sehe ich gerade sogar. Er hat 2 Tore gemacht, eine Vorlage in seinen 19 Spielen in der zweiten Bundesliga. Ich glaube, für uns hat er 1 Tor gemacht, plus 6 im Abschluss. Mit dem wird es auf jeden Fall noch weitergehen. Fred Friday nach seinem Wechsel für 3,4 Millionen eine Bude gemacht, immerhin. Und ist um 2 gestiegen, von daher dürfen wir auch da eventuell noch ein bisschen was erwarten in Zukunft. Niklas Füllkrug, unser Top-Torjäger mit 20 Buden und 5 Vorlagen in 33 Spielen, ist um 3 gestiegen. 78er Abschluss mittlerweile, 88er Körperstärke, das ist sehr, sehr gut, Marvin Bakkerloh hat immerhin 12 Spiele gemacht, ein Tor, eine Vorlage, kann man mit leben. Als Backup definitiv gut. Hübner hat 3 Spiele gemacht, einmal zu 0. Ist um 2 gestiegen irgendwie, aber wird den Verein wohl verlassen. Dazu haben wir Ofe Bech, der ist um 2 gestiegen, hat 21 Spiele gemacht und ein Tor, keine Vorlage. Also das ist noch ausbaufähig, aber auch er ist auf der Leihliste. Vor allem, weil Karaman jetzt wiederkommt, mal sehen, wen wir dann abgeben werden. Auch das könnt ihr natürlich in der Infokarte entscheiden, die wir am Anfang gesehen haben. Manuel Schmiedebach haben wir dann hier noch. Der hat bisher 3 Vorlagen, also was heißt bisher? Der hat 3 Vorlagen gemacht, 26 Spiele. Ist um 1 gestiegen, ist ordentlich, aber hat mir nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Soberg, sehr unglücklich, vollkommen verständlich, soll weg. Zumindest verliehen werden, mein Lieblingsspieler. Aber leider Gottes hat der wahrscheinlich keine Zukunft bei uns, einfach weil wir es ja uns nicht leisten können, Spieler, der nicht trifft, zu behalten. Einfach glücklos in diesem Karrieremodus. Schauner Hinrunde noch Stammspieler gewesen, 5-mal zu 0, ist in Ordnung. Eggestein, das ist unser nächster Stürmerstar, den wir haben, hat 7 Spiele gemacht, 2 Tore, ist für 1 Million gekommen, mittlerweile 1,8 Millionen Marktwert. Um 2 schon gestiegen, das läuft. Basé auf jeden Fall auch ein Spieler, der auf der Leihliste ist, aber ich denke mal, der wird bleiben und den werden wir weiter pushen hier, unseren 20-jährigen Flügel. Spieler. Karaman wird wahrscheinlich der Backup für ihn sein oder auf der linken Seite eine Konkurrenz mit Klaus bilden und ich denke mal, das wird dann sehr interessant, definitiv, wen wir verleihen werden von Bech und von Karaman und, ob Bech oder Karaman, wen wir davon verleihen werden. Wie auch immer und ob wir was Neues holen, ist ja auch egal. Waldemar Anton, um 9 gestiegen, 73er Rating, 10x zu 0, 26 Spiele, der wird auf jeden Fall bleiben unser Innenverteidiger werden. Ivar Fossum immerhin um 3 gestiegen, da geht auch noch einiges. 20 Jahre, 74er Rating, sehr, sehr gut, eine Vorlage gemacht, leider kein Tor. Tom Rogic, ein Tor, eine Vorlage in seinen 14 Spielen, für 3,25 Millionen von Celtic gekommen, 3,9 Millionen mittlerweile wert. Auch der wird auf unserer 10 weiterhin beheimatet sein. Felix Klaus, 4 Tore und 6 Vorlagen, das heißt 10 Scorer in 30 Spielen, ist sehr ordentlich. Auch der ist auf der linken Außenbahn, wie gesagt, nicht gesetzt, aber er wird auf jeden Fall sein Battle haben mit Uwe Bech und Kenan Karaman. Salif Sané, unser Innenverteidiger, gesetzt. 2 Tore, 2 Vorlagen. Das läuft in der Bundesliga um 1 gestiegen, außerdem auf 79. Dann Edgar Pripp, unser momentaner Linksverteidiger, der wahrscheinlich Backup bleiben wird, wenn Stafidis jetzt kommt. 1 Tor, 2 Vorlagen. Mal sehen, wie der sich durchsetzen kann, ist um 1 gestiegen. Auf 75. So, Mevlüt Erdinç, willkommen zu unseren Leihspielern. Hat nichts gerissen beim Metz oder weiß ich nicht, keine Ahnung, ist auf jeden Fall nicht gestiegen. In der zweiten Bundesliga hat er nicht getroffen. Mal sehen, was wir mit dem anfangen werden. Ich denke mal, den werden wir verkaufen. Kenan Karaman ist auf 74 gestiegen mit seinen 23 Jahren. Das heißt, der wird auf jeden
Fall mit seinem, trotz seines Leistenbruchs, den er anscheinend hat, nächste Saison bei uns eventuell eine Zukunft haben. Ich bin gespannt, wie gesagt, für was ihr euch da entscheiden werdet. Ich werde jetzt hier, glaube ich, nochmal eine Infocard machen, eine dritte in diesem Video, wenn das überhaupt geht, ich weiß es nicht. Ob wir da den Kenan verkaufen oder den Bech verleihen, also wen von beiden wir verleihen sollen, eher bin ich mal gespannt. Ja, Benchop ist bei Deportivo Alaves zumindest ein bisschen gestiegen, ist aber auch ein Kandidat auf jeden Fall für den Transfer, denn den brauchen wir weiterhin nicht mehr. Schein Radlinger, naja, nichts gerissen, ist nicht verwunderlich. Die ist immer um 2 gestiegen, auch den werden wir weiter verleihen. Marius Wolf werden wir wahrscheinlich verkaufen. Der hat aber immerhin 5 Tore und 2 Vorlagen gemacht, ist dummerweise aber nicht gestiegen, was sehr schade ist mit seinen 21 Jahren. Timo Hübers ist bei Mattersburg gestiegen, der wird auch weiter verliehen werden. Und das ist unser Kader und das war es vom Hannover 96 Karrieremodus für die Saison 2016-2017. Nächste Episode geht es dann weiter mit den ersten Transfers und mit dem Sprung in die neue Saison 2017-2018. Ich bin gespannt, ob ihr euch darauf freut und ob euch diese Saison gefallen hat. Wenn das der Fall war, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode wieder mit den ersten Transfers, mit den ersten Abgängen und vor allem eventuell mit richtig geilen neuen Zielen und Spielen in der ersten Liga. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ja, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.